So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens am Montag bei Chill mit Ramses eine Folge Badlands Chucks geguckt. Da war der Badlands Chucks mit einem Boot auf einem Boot und hat die neue Pepsi Electric probiert. Oh, it's delicious. Oh mein Gott, die sah auf jeden Fall richtig cool aus. Die soll angeblich toll schmecken. Aber irgendwie, Leute, jetzt hier haben mich markiert und gesagt, guck mal, gibt's gerade im Rewe, hol die dir mal, die ist richtig besonders. Also die ist richtig gruselig, hieß es dann. Er hat zwar gesagt, er musste den ganzen Weg mit der Fähre nach London gehen, weil es die dann nur da gibt, aber irgendwie ist das ja immer so, es gibt irgendwo was, dann wird's importiert, dann wird's exportiert, dann wird's gerendert, dann wird's geschreddert, dann wird's hochgeladen auf YouTube. Und jetzt gab's die zufälligerweise nicht bei uns im Rewe, aber im Penny, die Woche im Angebot, eine Flasche, glaube ich, für 56 Cent, ein Sixpack für 3,33 Euro. Jetzt habe ich hier 6 Stück vom Sixpack. Die sind warm. Die sind immer noch warm, aber ich habe mir 2 Stück mal kurz ins Eisfach gepackt, die jetzt rausgeholt, denn ich möchte jetzt mal probieren. Ihr seht auf jeden Fall, das ist blau, also die Flasche ist durchsichtig, das Getränk an sich ist blau. Pepsi, Logo vorne drauf, Pepsi ist ja eigentlich also Cola. Und hier am Rand steht dann Electric. Wir können es ja nochmal so rumnehmen, dann seht ihr dann Pepsi Electric. Die Farbe ist top, Pupsi hat jetzt mal eine aufgemacht, hat kurz probiert, ihr Gesicht war ungefähr so. Dann hat sie gesagt, boah, das schmeckt absolut gar nicht nach Cola, das schmeckt einfach nur süß. Wie Zuckerwasser und ja, keine Ahnung. Die offene lasse ich mal kurz zu. Ich mache mal die Zune auf und möchte es mir einfach mal kurz in das Glas reinfüllen. Denn das sollen ja 0,5 Liter sein. Eigentlich hätten wir jetzt die Flasche so einfach austrinken können. Ich will es aber mal ins Glas einfüllen, dass man die Farbe nochmal sieht. Schön blauer Schaum. Also das ist richtig toll. Das ist bestimmt mega ungesund. Es ist Zero Sugar. Ohne Zucker, also ihr denkt dann, es ist gesund, aber da ist so viel Chemie bestimmt wieder drin, dass es komplett ungesund ist. Badlands Chucks hat sich, glaube ich, 3 oder 4 Stück in sein Boot reingepackt auf dem Boot und hat das dann probiert. Wir wollen es jetzt mal so probieren. Ihr habt jetzt hier das ganze Ernesto-Glas gefüllt. Also wie gesagt, Penny die Woche Werbung. Penny musste immer aufpassen. Manchmal gibt es die Sachen, manchmal gibt es die Sachen nicht. Die gab es diesmal, die Axel-Schulz-Pizza vom letzten Mal habe ich immer noch nicht gekriegt, obwohl die auch in der Werbung war. Das halten wir jetzt mal kurz fürs Thumbnail hier rein. Pepsi Electric. Jetzt gehen wir zurück und wir nehmen einen Hieb aus der Flasche. Das muss mal sein, nur die Kostprobe. Der kam von irgendwo her, der hat mich jetzt überrascht. Also als ich reingetrunken habe gerade, habe ich gemerkt, ja, das ist sehr mit Kohlensäure. Es sprudelt total, es schäumt komplett. Aber es war irgendwie ein angenehmer Geschmack. Ich hatte ja auch noch keinen Nachgeschmack. Wenn du dich absetzt, trinkst du irgendwie so eine Gummibärchen-Brausen-Limonade, die, wenn sie so kalt ist, auch sehr erfrischend ist, mir aber trotzdem ein bisschen zu viel Kohlensäure beinhaltet. Wenn du dann absetzt, kommt noch irgendwie sowas Babbiges hinterher. Ich muss noch mal gucken. Du hast den nur kurz genippt, ne? Hm. Also wenn ich nur kurz nipp, würde ich auch sagen, da merkst du wieder Süßungsmittel, irgendwas Babbiges, irgendwas Künstliches. Da merkst du schon, da kommen gleich die Bauchschmerzen und die Magenkrämpfe zusammen. Das ist schon ein bisschen so in die Gönnergy-Richtung rein. Aber irgendwie hat es so einen Fruchtgummi-Geschmack. Ich weiß nicht. Irgendwie schmeckt es ein bisschen wie irgendwelches Fruchtgummi-Zeug zusammengemischt. Hier steht auch nur koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, kalorienarm, ohne Zucker. Aspartam steht dabei. Ist das nicht das böse Wort? Der heftige Stoff vermeidet alles, was mit Aspartam ist. Müsste eigentlich mal eine, die warm ist, aufmachen. Wir gucken den Unterschied, wenn man eine warme aufmacht und davon probiert, wie das dann schmeckt. Oh. Plötzlich dieser leckere, fruchtige Geschmack ist weg. Es schmeckt plötzlich nur noch säuerlich. Es schäumt einfach nur noch. Also
Warm kannst du das Zeug gar nicht trinken. Kalt ist okay, solange du nicht absetzt. Wir wollen jetzt auch nicht absetzen. Wir wollen jetzt mal das Ernesto-Glas chuggen. Guck dir dieses Blau an. Wenn ich das rumdrehe und hier gegen das Licht halt, sieht man, wie schön blau das ist. Sieht aus, als hätte einer seine Tintenpatrone in mein Leitungswasser reingekippt. Und wir trinken das dann und da ist kein Zucker drin. So ist das irgendwie entstanden. Pepsi Electric. So, wir probieren jetzt Ernesto. Moment. Pupsi hat gesagt, nicht rülpsen, tu's nicht, mach's nicht, aber du kannst nicht anders. Es ist so viel Schaum, es ist so viel Kohlensäure, es baut sich so einen Druck auf im Magen einfach. Das ist so schlimm, deswegen mag ich auch eigentlich keine Coca-Cola direkt, weil die auch fast immer nur Schaum ist. Du musst sie schon zu einem Eis zusammenpressen, damit du da einfach mal nicht so viel Kohlensäure hast. Also wer sowas warm trinkt, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist richtig kalt gewesen. Ihr seht, das Glas ist noch beschlagen. Beim Trinken von dem ganzen Glas finde ich es mega unangenehm gerade. Du hast diese extreme Kohlensäure, das brennt richtig, das sticht richtig in der Lunge beim Trinken überall. Es baut sich Druck auf, es ist dann irgendwie süß, es ist dann babbig im Nachgeschmack. Also die 2-3 Schlucke aus der Flasche, die waren perfekt. Sowas also zum Genießen. Nicht zum, wenn du richtig durchstarrst und dir einen ganzen Kübel reinziehen willst, kann ich nicht nachvollziehen, wer sowas trinkt und warm sowieso nicht. Habt ihr die jetzt schon mal gesehen? Habt ihr Bock, die mal zu probieren? Ich habe ja hier noch 3 Flaschen da, ne? Mal gucken, was ich damit mache. Mal gucken, wann der Hannes wiederkommt. Vielleicht hebe ich an. Ich bin Badlands Chucks und Hannes ist okay Hip-Hop, der macht immer die Beats. Da kann ich ja mal eine Flasche für ihn aufheben, weil das ist Zero Zucker. Das ist genau für ihn, der trinkt ja alles, was keinen Zucker hat. Also eine auf jeden Fall von Hannes mal bereitgestellt. Habt ihr Pepsi Electric schon probiert, dann schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr es noch probieren? Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.